Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür gern zur Verfügung. Tatsächlich habe ich zurzeit mehr Klienten aus dem Zeichen Löwe als je zuvor. Muss am Mondknoten im Löwen liegen. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr auch, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Auch im September verlose ich wieder 15 Minuten Beratung bei mir. Wie ihr daran teilnehmen könnt, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Liebesplanet Venus steht noch bis zum 19. September in eurem Zeichen und in Kombination mit dem aufsteigenden Mondknoten im Löwen verleiht euch das eine sehr starke anziehende Ausstrahlung. Viele Löwen werden jetzt von anderen Menschen als Seelenpartner erkannt. Das kann allerdings zu Schwierigkeiten führen, wenn ihr bereits vergeben seid. Vor allem in der zweiten Septemberhälfte braucht ihr viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den langfristig wirkenden Aspekten für euch. Und da haben wir zunächst mal einen sehr angenehmen Aspekt, das ist nämlich das Sextil zu Jupiter, also ein guter Harmonieaspekt zum Glücksplaneten hier zur Löwesonne. Und diesen Monat wird dann der Jupiter auch noch in einen schönen Aspekt zur Venus gehen, also das läuft alles super toll für euch. Und das heißt eben einfach Jupiter in der Waage, gute Chancen, Leute kennenzulernen, gute Chancen, auch die bestehenden Beziehungen zu vertiefen und da schöne Energie reinzubringen, ist also echt ein toller Aspekt und diesen Monat auch ungestört von irgendwelchen Pluto-Quadraten und sonstigen Problemen. Und das genießen jetzt die Geburtstagskinder, die vom 14. bis 21. August Geburtstag haben. Dann haben die Löwen auch noch das Trigon zu Saturn, ist eigentlich auch nicht schlecht. Saturn ist zwar jetzt nicht so der super Spaßplanet, aber wenn er gut steht zur Sonne, dann bedeutet er, dass man gut manifestieren kann. Ja, dass man also wirklich was gebacken kriegt. Dass man nicht nur gute Ideen hat, sondern sie auch umsetzt. Und er steht bei euch im Haus der Kreativität, begleitet zurzeit von Lilith, die immer noch eng dabei steht. Das ist auch ein Hinweis auf eine sehr starke kreative Kraft, die sich da jetzt bei euch entfalten möchte. Und ich glaube wirklich, dass diejenigen von euch, die künstlerisch tätig sind in dieser Zeit, also auch schon im August und auch jetzt noch im September, sehr gut vorankommen bei ihren kreativen Tätigkeiten und wirklich was erschaffen können. Ja? Und das Trigon zu Saturn spüren jetzt besonders die Geborenen zwischen dem 13. und 16. August. Und dann gibt es eben noch eine Überschneidung zu Lilith, die kommt etwas weiter voran und macht Aspekte zu den Geburtstagskindern vom 15. bis 19. August. Ne? Aber wie gesagt, beide bekommen da also gut was ab. Dann ist natürlich für euch sehr wichtig die Konjunktion mit dem Mondknoten und damit praktisch auch der Sonnenfinsternis. Ne? Der Mondknoten hat einen sehr großen Orbis, wirkt auch sehr lange. Aber besonders stark wirkt er jetzt ein auf diejenigen, die zwischen dem 13. und 17. August Geburtstag haben und auf die Aszendenten der dritten Dekade des Zeichens Löwe. Ne, die stehen da unter dem Einfluss des Mondknotens. Und das bedeutet, dass es in eurem Leben sehr große Veränderungen gibt. Sowohl im Job als auch in der Beziehung oder in der Liebe, als auch was euren Wohnort angeht, kommen da eventuell Herausforderungen auf euch zu, dass ihr da was ändern sollt. Aber weil ja der Mondknoten in eurem Zeichen steht, der aufsteigende, denke ich, es wird da lang gehen, wo es für euch gut ist. Ja? Der Mondknoten zeigt ja immer an, wo wir hin sollen, damit wir unsere Seelenentwicklung vollziehen können. Und da seid ihr jetzt einfach gerade auf einem guten Weg und deswegen wirkt ihr auch so anziehend auf andere, weil ihr eben jetzt auch für andere Leute Türen öffnen könnt. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt in meinen Beratungen dieses Thema Mondknoten im Löwen, Löwegeborene oder auch andere Menschen, die sehr wichtige Konstellationen jetzt im Löwen haben, dass das sehr, sehr stark jetzt zurzeit vertreten ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und dann eben auch für euch. Ne? Denkt darüber nach, was ihr in eurem Leben ändern wollt oder ändern müsst. Aber ich denke mal, das wird für euch ganz konstruktiv laufen.
Zumal auch im September jetzt, wo wir nochmal eine Venus-Mondknotenverbindung haben. Aber dazu gleich, nämlich wenn wir über eure aktuellen Konstellationen sprechen. Der September geht los mit der Sonne in der Jungfrau, die im zweiten Haus für euch steht, im Geldhaus. Das ist eigentlich ganz gut immer. Und dann haben wir die Liebesplaneten Venus und Mars im Löwen stehen, also in eurem Zeichen für euch im ersten Haus. Die Venus steht in der ersten Dekade und Merkur, Mars und der Mondknoten alle in der dritten Dekade des Zeichens Löwe. Und der Merkur ist dabei noch rückläufig, das heißt, bei der dritten Dekade kann sich auch noch das eine oder andere Liebesmissverständnis ergeben. Genau, und ihr habt dann gleich am Sonntag, den 3. September, einen Top-Tag. Da haben wir nämlich den Merkur in Verbindung mit dem Mars. Ne? Da hat man schon eine scharfe Zunge, aber es ist natürlich auch toll zum Flirten, weil man sehr witzig ist. Und außerdem habt ihr da eben den Mond dann im Wassermann, im Partnerhaus, im Aspekt zur Venus. Das ist auch toll, gerade auch für die erste Dekade. Wichtig ist, wenn ihr flirtet oder auch wenn ihr ein schönes Treffen habt, dass ihr halt nicht nur redet, sondern eurem Gegenüber auch zuhört. Dann müsste eigentlich alles klar gehen. Dann haben wir am 4. September, da ist dann die Konjunktion zur Venus, die beginnt dann die zweite Dekade des Zeichens Löwe. Ne? Läuft die für euch in die zweite Dekade. Und am 5. September haben wir Sonne in Spannung zu Neptun. Das ist bei euch auf der Achse Finanzen und Verträge. Ne? Da müsst ihr ein bisschen aufpassen bei finanziellen Verträgen. Der Merkur ist auch immer noch rückläufig. Und das könnte auch schwierig sein bei gemeinsamen Finanzprojekten mit dem festen Partner. Da ist eine Täuschung möglich. Ne? Solltet ihr nochmal genau alle Informationen einholen. Merkur ist dann noch rückläufig. Und dieser Aspekt geht dann über in den Vollmond am Mittwoch, den 6. September. Morgens um 9.02 Uhr ist der ebenfalls auf dieser Achse. Und der Mond verstärkt dann noch dieses leichte Täuschungspotenzial des Neptuns. Andererseits verstärkt er natürlich auch die Romantik in euren festen Beziehungen. Also wenn ihr euch da jetzt nicht gerade übers Geld streitet, dann kann das schon auch sehr romantisch sein. Allerdings haben wir ja auch beim Mond das Thema Mehrfachbeziehungen. Also wenn ihr in einer festen Beziehung seid und da vielleicht noch was anderes läuft, dann ist das so ein bisschen gefährlich für euch. Außerdem wird dann zu Vollmond am 6. September auch der Merkur wieder direktläufig bei euch im Löwezeichen in der dritten Dekade. Das heißt, ab dann lassen sich Missverständnisse auch wieder aufklären. Ne? Genau. Und außerdem auch wichtig für euch, der Mars geht ins Zeichen Jungfrau. Ja? Das heißt, diese feurige Mars-Energie, die wird dann so ein bisschen abgekühlt. Das werdet ihr vielleicht spüren. Ne? Ihr habt ja vor ein paar Wochen den Mars bei euch im Zeichen Löwe gehabt. Genau genommen ist der Übergang schon am 5., also in diesen Tagen. Und dann werdet ihr merken, wie der Mars so ein bisschen abkühlt. Aber der wird bei euch ins Geldhaus gehen. Und das ist immer ganz gut, wenn man Schulden hat. Also nee, wenn andere bei euch Schulden haben. Wenn dann der Mars im Geldhaus ist, ist das immer eine ganz gute Gelegenheit, um halt zurückzufordern, was einem zusteht. Genau, und dann habe ich am 9. für euch einen Top-Tag gefunden, Samstag, den 9. September. Da haben wir hier diese schöne Drachenfigur und die zeigt bei euch ins dritte Haus der Bildung und auch ins 9., ne, der höheren Weiterbildung. Das heißt, ihr könnt neue Leute treffen, zum Beispiel beim gemeinsamen Lernen. Und gleichzeitig habt ihr auch noch hier einen schönen Aspekt von der Sonne, die bei euch im zweiten Haus, Geldhaus steht, zu Pluto im Haus des Jobs, das heißt, da können sich auch interessante finanzielle Allianzen für euch bilden. So, dann haben wir am 10. September den Merkur, der tritt dann auch noch ins Zeichen Jungfrau ein, bei euch ins zweite Haus. Das ist auch wieder gut für eure Geldangelegenheiten, weil Merkur, nicht nur die Venus als Geldplanet, sondern Merkur ist ja so der Planet des Handels. Das ist immer eine gute Zeit, auch um Schnäppchen zu machen, wenn der Merkur da steht für euch. Und der geht dann erstmal in die erste Dekade. Am 12. September beginnt dann die Venus im Löwen bei euch im Zeichen den Eintritt in die dritte Dekade. Ne? Da hat dann die dritte Dekade was davon. Und am 13. beginnt auch die superschöne Flirtphase. Dann wird nämlich die Venus lauter schöne Aspekte bilden, lauter Harmonieaspekte zu Saturn, zu Jupiter. Zwischendurch auch macht der Mond dann auch nochmal mit. Hier am 13. bildet sich eine sehr schöne
Aspektfigur am Himmel. Und dann zum Schluss auch noch zum Uranus. Na, da ist ja richtig was los. Und das ist halt für euch toll, weil die Venus eben in eurem Zeichen steht. Und am 14. wird sie sich genau, also exakt am 14. wird sie sich dann auch noch mit dem Mondknoten verbinden. Und ich habe wirklich schon gesehen im Horoskop von Klienten, dass sie ihre große Liebe getroffen haben an dem Tag, wo die Venus eine Konjunktion mit Mondknoten gebildet hat. Das ist natürlich besonders jetzt schön für die dritte Dekade Löwe, aber es kann ja auch sein, dass ihr an einem anderen Tag Geburtstag habt, aber zum Beispiel eure Venus hier im Löwen steht. Ne? Könnt ihr ja sonst mal in der Beratung bei mir rauskriegen. Also wenn es da bei euch hoch hergeht, dann wundert euch nicht, ne? Zwischen dem 13. und 19. Und da habe ich dann auch noch zwei Top-Tage gefunden. Ach genau, was ich euch noch sagen wollte, gleichzeitig haben wir ja die Sonne hier in Spannung zu Saturn, der in euer Affärenhaus zeigt. Das heißt, vielleicht könnte euch eine Affäre oder auch ein kreatives Projekt mehr Geld kosten, als ihr gedacht hättet. Genau, und jetzt die Top-Tage, 16. Samstag der 16. und Samstag, Sonntag der 17. September. Das ist ein Partywochenende für euch. Da werdet ihr im Mittelpunkt stehen mit der Venus und mit dem Mondknoten in eurem Zeichen. Ne? Und man sieht dann vielleicht auch in euch wieder den Seelenpartner. Dann am 20. September auch sehr wichtig, der Neumond in der Jungfrau ist jetzt für euch im zweiten Haus, zweites Sonnenhaus der Werte und des Geldes. Und jetzt könntet ihr vielleicht finanzielle Fakten erkennen und euch neu organisieren und Geheimnisse in festen Partnerschaften klären, ne? Weil das ist auch die Achse der festen verbindlichen Partnerschaften, weil sie könnten sonst neuen Finanzprojekten im Wege stehen. Ja, ist also sehr wichtig, dass man da sich vertrauen kann. Außerdem ist es ja auch eine gute Zeit für Coaching und Beratung, eventuell für euch auch für eine finanzielle Beratung. Und am 20. September wird auch die Venus ins Zeichen Jungfrau gehen und damit auch in euer Geldhaus. Also dann beginnt eine Phase, die finanziell für euch richtig gut ist, wo viele Dinge finanziell gut ins Laufen kommen und gut funktionieren. Vom 20. bis 22. September haben wir dann ein paar spannende Aspekte, die davon erzählen, dass da sehr viel Fantasie und Verführungskraft im Raum ist. Und bei euch betrifft das jetzt den Bereich Finanzen und Beruf, ne? Und das heißt, ihr habt da ein sehr gutes Bauchgefühl mit dem Neptun hier, aber ihr solltet vorsichtig sein, was euch andere raten. Also gerade wenn es ums Finanzielle geht, ne? Schaut einfach, dass ihr da lieber auf euer eigenes Gespür, auf eure eigene Intuition achtet. Am 22. September um 22.02 Uhr geht dann die Sonne ins Zeichen Waage. Dann haben wir die Tag- und Nachtgleiche und den Herbstanfang. Und für euch ist das super, weil dann die Sonne ein schönes Sextil zur Löwe-Sonne bildet. Und da kommen dann 3 Wochen, die sehr gut sind für eure berufliche Selbstdarstellung, neue Kontakte und auch ein gutes nachbarschaftliches Miteinander. Und auch super für Löwen, die gerne schreiben. Da könntet ihr zum Beispiel anfangen, ein Buch zu schreiben, wenn ihr das schon immer machen wolltet. Dann beginnt am 22. September auch die Phase der erotischen Spannungen, ne? Mit den ganzen Oppositionen, erst von Mars, dann von der Venus zu Neptun. Das ist halt eine sehr, sehr starke Flirtenergie. Und währenddessen wird der Pluto wieder direktläufig, nach ein paar Monaten Rückläufigkeit. Da liegt viel erotisches Knistern in der Luft, ne? Und für euch, für die dritte Dekade, ist das besonders spannend, weil nämlich der Jupiter hier im guten Aspekt und der Uranus in der dritten Dekade in Spannung gehen und dadurch sehr aufregende Begegnungen für euch versprechen, vor allem auf Reisen oder wenn ihr euch fortbildet. Die anderen Planeten deuten an, dass ihr vielleicht eine finanzielle Entscheidung trefft und es darüber einen Konflikt mit dem festen Partner gibt. Dann habe ich schließlich noch mal einen Top-Tag am 30. für euch, wenn nämlich der Merkur ins Zeichen Waage eintritt, auch in guten Aspekt zur Löwesonne dann in der ersten Dekade. Und dann habt ihr den Mond im Wassermann und das deutet einfach an, dass ihr da einen super Abend habt zum Ausgehen und um witzige Leute zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Ja, das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch natürlich gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier oben im Bild.
Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau richtig für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch miteinander. Der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir bitte hier auf YouTube einen interessanten, netten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope so bringen oder was ich besser machen könnte. Und abonniert meinen Kanal, dazu einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch unbedingt noch mein Video-Special Folge deinem Herzen anschauen, denn da geht es um den aufsteigenden Mondknoten im Löwen, also um euch. Also ihr Lieben, alles Gute mit den Sternen.